Ich mache heute einen kleinen Barfußspaziergang. Biwak-Ausrüstung habe ich auch am Start. Es sind 34 Grad heute. Ich lasse es ein bisschen langsam angehen. Keine so eine weite Strecke. Schönen Schlafplatz suchen. Wird eine gemütliche Tour heute. Jetzt haben wir hier eine kleine Straßenüberquerung. Mein Rucksack wiegt nur 8 Kilo. Das ist ehrlich gesagt ziemlich angenehm zu tragen. Ist aber auch nur möglich, weil ich nur 2 Liter Wasser in der Trinkblase dabei habe. Deshalb steuere ich auch als allererstes eine kleine Trinkwasserquelle an. Und werde dort nochmal meine Vorräte auffüllen, weil 2 Liter wären für eine komplette Übernachtung viel zu wenig. Bis zu der Trinkwasserquelle ist es allerdings noch ein ganzes Stück. Aber ist gut, mein Rucksack wird ja nur leichter auf dem Weg. Bisher hatte ich es mit angenehm weichem Waldboden zu tun. Da war noch so eine schöne, schmeichelige Sandschicht oben drauf, war super zu laufen. Der Weg hier ist jetzt, naja, ist auf jeden Fall was anderes. Da muss man schon ein bisschen mehr gucken, wo man läuft. Immer schön in dieser Rinne drin bleiben. Dann geht das auch. Ich bin an der Quelle angekommen. Ich mache jetzt noch zusätzlich zur Trinkblase die beiden Flaschen hier voll und dann sollte ich über Nacht genug Wasser haben. Ich habe mir die Flaschen jetzt umgebunden und jetzt geht's los, den Schlafplatz suchen. Es rumpelt und donnert schon so ganz leicht die ganze Zeit, so sommergewittermäßig. Soll wohl heute Nacht auch noch gewittern. Ja, da bin ich ja mal sehr gespannt, was das hier wird. Da es dann jetzt doch schon mal ordentlich rumpelt zwischendrin, habe ich jetzt beschlossen, hier zu übernachten. Ich bin hier einfach durch die Holzaufbauten, durch die Geländer und auch durch den Block und durch die Bank hier, wenn ich hier zwischendrin schlafe, ein bisschen besser geschützt, falls es nochmal richtig anfängt zu winden und vielleicht doch irgendwie ein Ast runterkommt oder ein Baum umknickt oder so, dann bin ich nicht schutzlos den Naturgewalten ausgeliefert. Jetzt wird's kacke, jetzt fängt's an zu regnen. Willkommen in meine Schätze. Sehr gemütlich. Jetzt gibt es noch was zu futtern. Ich habe mich für 5-Minuten-Terrinen entschieden, da ich schon damit gerechnet habe, dass ich nicht irgendwo an einem Fluss oder so oder an einem See chillen werde, wo ich abwaschen kann. Und da will ich mir meinen Topf nicht versauen. Da sind die einfach ultra praktisch, weil ich da heißes Wasser reinkippe und nur einen Topf habe, der nur Wasser drin hatte. Super geil.
Ich habe mich soweit gerichtet, kann eigentlich dann auch schon ins Bett. Das heißt, jetzt nur noch abwarten, bis die Sonne untergegangen ist und dann schön pennen. Ich hoffe mal, dass es nicht zu doll regnet. Der Poncho hier mit dem Loch da oben für den Kopf in der Mitte ist eigentlich jetzt nicht für dollen Regen ausgelegt, zumindest nicht alleine. Normalerweise nutze ich einen Biwaksack unten drunter, der auch nochmal wasserdicht ist. Dann stört mich das nicht, wenn es da oben ein bisschen durchpieselt. Heute war eigentlich der Plan, in der Hängematte zu schlafen. Aber aufgrund des Gewitters habe ich mich jetzt eben zu der Variante hier entschieden, weil mir das ein bisschen sicherer vorkommt, als zwischen zwei Bäumen zu hängen, wenn es wirklich anfängt zu gewittern. Ja, wir werden sehen. Wenn es schüttet, werde ich wahrscheinlich nass. Guten Morgen. Oh, die Nacht war angenehm. Es hat auf jeden Fall nicht geregnet und nicht gewittert, was ich ziemlich gut finde. Und es war angenehm kühl. Genauso wie ich es haben wollte. Schön frisch, nicht so schwitzig und eklig. Ach, angenehm, perfekt. Einziges Problem, ich muss mir unbedingt so ein kleines Outdoor-Kopfkissen besorgen. Mal gucken, vielleicht. Ich habe nämlich auf jeden Fall ganz schön Genickschmerzen. Ohne Kopfkissen schlafen ist schon ein bisschen eklig mit Knick. Naja, es ist jetzt irgendwie 5:30. Ich packe es ein und dann werde ich nach Hause durchziehen. Für mich geht es jetzt noch die paar Kilometer nach Hause. Das Video endet an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Die Videos kommen gerade sehr unregelmäßig, also verpasst ihr dann auch nichts. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao, ciao.